Ja, ohne Strom funktioniert dann nicht viel, ne? Und wir sind jetzt schon fast am Ende. Es fehlt wirklich nicht mehr viel. So, dann düsen wir nach unten. Und ich hoffe mal, dass wir alle Mudaken kriegen. Aber ich meine, es gäbe 6 am Ende. Und dann kann ich euch gleich die kleine Abkürzung zeigen. Aber wir kriegen jetzt, glaube ich, nochmal eine Sequenz. Nee, dann kriegen wir die Sequenz, wenn wir in die Tür gehen. So, alles schön lila hier. Dann gehen wir mal hier rein, ne? Normalerweise steht da oben eine Uhr. Also eine Uhrzeit. Also eine Uhr-Dings, was runtertickt. Weiß ich auch nicht. Ah, jetzt fängt's an. Okay, auf jeden Fall hat man pro Schwierigkeitsgrad immer ein bisschen mehr Zeit, aber hier ist schon der eine. Die eine Abkürzung. Mega nice. Weil da muss man nämlich nicht nochmal hier unten durch. Super. Und die habe ich nie gesehen, hier die Abkürzung. Ach man ey. Das mit dem Fleischsägen ist halt schwierig. Hier holen wir den. Den Lift von hier hinten. Ich hätte vielleicht nicht ganz so nah dran gehen sollen. 6 Stück. Also, das war eindeutig grün. Das war auch eindeutig grün. Also, das ist hier immer noch so ein bisschen... Ja, wir haben alle 299. Wunderbar. So, ab geht's. Dawkins, but who's gonna rescue me? 'Cause here I am. All right, boss. Face to face with Mullet the Glutton. Your toes! Go on. Thank you.
Und da haben wir das Ende. Was ich eben noch sagen wollte. Am Ende meine ich mal, dass wir die letzten beiden Minen, die auf uns zugeflogen sind, sind glaube ich die Minen, die wir auch ganz am Anfang gesehen haben, wo eigentlich beide fliegen sollten, aber halt nur eine darum geflogen ist. Ja, das war New and Tasty. Das ging doch jetzt recht schnell. Ich habe jetzt für komplett Zulag 1 bis 4 habe ich Stunde 40 gebraucht. Und leider finde ich diese Musik so mega unpassend zum Ende. Da hätte man echt was Besseres nehmen können. Und ich hoffe, dass ich deswegen keinen Content-Treffer kriege. Wenn ja, dann werdet ihr ein ganz schnell vorgespultes Ende sehen. Vielleicht komplett ohne Musik, sondern nur noch mit Hintergrundmusik von Oddworld. Ja! Ah, ich stelle höher. Ah, es ist nicht schön. Es ist echt nicht schön. Aber ja, mir hat das auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich werde auch noch so als kleines Extra das DLC spielen, als Escape. Das ist dann quasi der 300. Mudaken. Und der hat eine ganz schwere Reise vor sich. Aber das werden wir dann ja sehen. Aber das werde ich heute nicht mehr aufnehmen, das mache ich dann wahrscheinlich morgen. Ja, nächstes Let's Play werde ich dann am Ende von Alf's Escape ankündigen, weil ich bin mir jetzt selbst noch nicht so ganz sicher, was da als nächstes kommt. Also ich kann gegen das Spiel nichts sagen. Das Einzige, was mich halt so stört ein bisschen, dass es nicht mehr dieses Raster gibt, was ich am Anfang schon mal versucht habe zu erklären. Weil dadurch ist es halt teilweise schwierig, irgendwie, wie jetzt auch beim letzten, jetzt hier am Ende, wo ich da vor den drei Minen stand und quasi so nah an den Minen dran stand, dass ich nicht springen konnte, weil ich dann mit den Füßen in der Mine drin stand. Das war halt ein bisschen doof. Aber das ist halt echt, ich sag mal, präziser in diesem Raster. Jo, ansonsten habe ich so nichts mehr zu sagen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob wir noch irgendwie was bekommen von wegen, super Julia, du hast 5000 Stunden gebraucht. Das kommt, glaube ich, auf jeden Fall noch, aber ich glaube nicht, dass da noch irgendwie so eine Danksagung oder sowas kommt. Ich lasse euch jetzt hier erstmal mit dem Outro alleine, mit den Credits. Und werde dann, denke ich mal, nach den Credits nochmal kurz was sagen. But now the
Jo, Rangliste. Weiß ich nicht, wie viel. Auf jeden Fall Rekord ist hier 1 Stunde 42 für 299 Mudaken. Ich hatte, glaube ich, bei meinem Run für die Trophäe 2 Stunden 59 gebraucht und man durfte 3 Stunden haben. Von daher, ja, war das sehr knapp bei mir, aber es hat funktioniert. Jetzt müssen wir mal hier gucken. Ne, Bestzeit. Bestzeit 299, bla, ja. Rapture Farms. Ammonia. Ich möchte eigentlich... Ich habe keine Freunde. Und meine Punkte darf ich auch nie einsehen. Naja. Was ist hier? Wer war da? Da. Was ist das denn? Okay, warum ich da 273 habe, weiß ich nicht. Naja. Gehen wir noch irgendwas? Nee. Aber wir können jetzt hier gerade gucken. Wir haben ja gesehen, dass ich die 299 habe, aber können nochmal hier schnell drüber futschen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie lange ich gebraucht habe, weil es da einfach nicht stand. Oder können wir laden? Nee. Doch, laden können wir wohl. Bin ja doof. Fünf Stunden irgendwas. 5 Stunden 15, sag ich jetzt einfach mal. Weil das ist noch vor den letzten 6%, vor den letzten 6 Mudaken. Ja. Dann, war hier noch Extras. Was ist hier überhaupt? Ranglisten, Filmprojektor, Alfsflucht. Mitarbeiter. Ja. Dann war's das für heute erstmal. Wie gesagt, ich mach noch Alfs Escape. Und dann sag ich, was das neue Let's Play sein wird. Ja, also auf jeden Fall sehr empfehlenswertes Spiel. Ist auch sehr, sehr oft. Also es gibt es ja für die Xbox. Es gibt es für die Wii. Also Xbox One, glaube ich. Xbox 360 bin ich mir nicht ganz sicher. PlayStation 3 gibt es. PlayStation 4. Wii U. Ich möchte jetzt kein Intro gucken. Ja, auf jeden Fall gibt es das auf vielen Plattformen und es ist... Achso, bei Steam gibt es das auch noch und es ist sehr oft reduziert. Also, wenn ihr informiert werden wollt, ob das reduziert ist, dann tut es entweder auf eure Wunschliste oder so. Oder bei Twitter einfach den Outworld Inhabitants folgen. Weil die posten das auch sehr oft, dass ob da was runtergesetzt ist oder nicht. Da ist man dann immer auf dem Laufenden. Ja gut, dann würde ich sagen, also sage ich hier erstmal vielen Dank fürs Zusehen und ich hoffe, euch hat das Let's Play gefallen. Aber wie gesagt, kommt halt noch Alf's Escape. Und da ist auch keine Pause zwischen. Also, ja, es ist, als ob es normal weitergeht, ne? Gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!